Ich bin im Urlaub, endlich mal wieder raus aus dem gewohnten Umfeld und natürlich habe ich meine Kamera dabei. Aber nicht nur im Urlaub ist es nützlich, wenn Fotos mit GPS-Daten versehen werden, damit man später mal ganz genau schauen kann, wo man denn eine bestimmte Aufnahme gemacht hat. Wie das geht und warum die Fujifilm Camera Remote App dafür ungeeignet ist, das erkläre ich dir selbst. Schön, bist du dabei. Ich gehöre zu denjenigen, die schon mal viel Geld für ein GPS-Modul ausgegeben haben, das in den Blitzschuh einer Kamera, in meinem Fall eine Canon, gesteckt und per Kabel verbunden wurde. Dann kaufte ich mir zum Tauchen mal eine Nikon, diese hier, und die hatte dann tatsächlich GPS eingebaut, inklusive Kartenfunktion. Außerhalb des Pazifiks war sie aber wenig zu gebrauchen. GPS hat an Kameras auch schon eine längere Tradition und immer mehr Kameras haben so etwas schon an Bord. Bei Fujifilm ist das leider Fehlanzeige. Zwar besteht die Möglichkeit, Kamera und die dazugehörige App miteinander zu verbinden. Die GPS-Koordinaten, welche auf diese Weise die Fotos für die Fotos übernommen werden, die sind dabei aber stets die gleichen. Das heißt, die App aktualisiert die Position nämlich nicht neu. Die Positionsdaten, die werden einmalig gespeichert und dann über einen vorgegebenen Zeitraum in jedes Foto übertragen, egal wo genau es geschossen wurde. Nutzlos. Es gibt aber schon länger eine richtig gute App für Smartphones, die dieses Problem hervorragend löst und die mit so ziemlich jeder Kamera kompatibel ist. Geotag Photos Pro 2. Sie setzt sich zusammen aus einer Smartphone-App für Android oder iOS sowie einer Desktop-App. Die App am Smartphone, die sammelt die GPS-Daten, die App am Desktop, die überträgt diese in die Fotos. Ist genial, einfach, aber der Reihe nach. Geht zuerst mal auf die Herstellerseite und erstellt dort ein Benutzerkonto. Das ist schnell gemacht und sehr sinnvoll, denn so werden eure Trips an zentraler Stelle gespeichert und können später auch auf einer Karte angeschaut werden. Danach installiert die entsprechende App für das Smartphone und die für den Desktop, PC oder Mac. Das Tolle an dieser Lösung ist, dass zu keinem Zeitpunkt eine Verbindung zwischen Kamera und Smartphone bestehen muss. Ihr könnt also die Kamera zwischendurch nach Belieben ausschalten. Die Daten, die werden so lange gespeichert, wie die App auf dem Smartphone im Hintergrund läuft. Dabei ist diese sehr stromsparend, was noch von Vorteil ist, wenn man den ganzen Tag eben in den Bergen unterwegs ist. Wichtig ist, dass zu Beginn die Uhrzeit von Smartphone und Kamera auf die Minute genau abgeglichen werden, denn diese Information, die nutzt dann die Desktop-App, um den einzelnen Fotos jeweils die korrekten Koordinaten zuzuordnen. Ich zeige euch mal, wie ich das mache. Zu Beginn meines Ausflugs rufe ich die App am Smartphone auf und tippe oben rechts auf das Plus-Symbol, um eine neue Strecke zu erstellen. Solche Daten werden in der App immer als Strecke gespeichert, auch wenn man sich nicht über eine Strecke bewegt, sondern eben die ganze Zeit auf einem Ort verweilt. Ich gebe dieser einen eindeutigen Namen und tippe danach auf Fertig. Jetzt stelle ich die Uhr der Kamera exakt auf die gleiche Uhrzeit an, die in der App angezeigt wird. Wenn es sehr schnell gehen muss, dann langt es auch, diesen Bildschirm eben einmal abzufotografieren. Ihr könnt dann nachträglich die Uhrzeit auf dem Foto und in den EXIF-Daten der Aufnahmen vergleichen und einen eventuellen Zeitversatz durch die Desktop-App ausgleichen lassen. Stellt aber in jedem Fall lieber die Kamerauhr gleich richtig ein. Unten links unter Aufnahmeintervall lässt sich einstellen, wie häufig die App die aktuellen GPS-Daten abfragen und speichern soll. Hier würde ich eine Einstellung nehmen, die sinnvoll ist. Wer nicht auf den Meter genau wissen muss, wo ein bestimmtes Foto geschossen wurde, der kann hier ruhig ein größeres Intervall eingeben, zum Beispiel 5 Minuten. Das schont den Akku des Smartphones, bietet aber nicht so präzise Daten wie in der Einstellung 1 Minute. Der Akkuverbrauch, der hält sich aber auch bei diesem Zeitintervall von 1 Minute in Grenzen. Zumindest an meinem iPhone X merkte ich da keinen wesentlichen Unterschied. Die Einstellung durchgehend ist dann interessant, wenn ihr euch schnell fortbewegt, zum Beispiel in einem Kleinflugzeug oder in einem Boot. Unter Streckendetails, da lassen sich während einer solchen Positionsdatenaufzeichnung aktuelle Informationen zur Startzeit, Dauer zurückgelegter Distanz und Anzahl gespeicherter Positionspunkte abrufen. In den Einstellungen besteht die Möglichkeit, den Radius festzulegen, ab dem überhaupt ein neuer Standortpunkt gespeichert werden soll. Der Wert 25, der ist in den meisten Fällen sinnvoll und bedeutet, dass erst dann ein neuer Punkt gespeichert wird, wenn das dazu eingestellte Zeitintervall erreicht wurde. Weiter kann man wählen, ob für die Standortbestimmung nur GPS oder auch Funkmastendaten verwendet werden sollen. Letzteres, das ist in Gebieten mit schlechtem GPS-Empfang nützlich, zum Beispiel in den Häuserschluchten von New York City. Unter Benachrichtigungen, da legt man fest, ob man solche beim Verlust des GPS-Signals bekommen möchte. Die Erinnerung an eine geänderte Zeitzone sollte man aktivieren, wenn man die App auf Reisen nutzen möchte, denn sonst verpasst man die entsprechende Umstellung und die entsprechenden Uhrzeiten sind dann auch falsch.
Einheiten stelle ich auf metrisch und bei der Einstellung zum automatischen Datenupload, da wähle ich nur WLAN aus, wenn ich mich in einer Region aufhalte, für die Roamingkosten anfallen würden. Ich muss jetzt gerade mal unterbrechen, weil hier dauernd Ausflugsboote vorbeifahren. Und naja, weiter geht's bei den Karteneinstellungen. Da könnt ihr nach Belieben auswählen, was ihr wollt. Am oberen Bildschirmrand rechts befindet sich noch der Punkt Cloud-Dienste. Apple-User nutzen hier am besten die iCloud. Allen anderen empfehle ich Dropbox. Man kann aber auch die Server des Herstellers nutzen. Wenn ich gerade Paranoia wegen Datenschutz schiebe, der kommt damit auch bestens zurecht. Nachdem alles eingestellt ist, muss ich dann nur noch auf Start tippen. Und nachdem eine erste Standortbestimmung erfolgt ist, nimmt die App ihren Dienst auf. Sie sollte allerdings nicht geschlossen werden. Sie darf aber im Hintergrund laufen. Sollte eine entsprechende Abfrage vom System kommen, sollte man ihr das unbedingt auch erlauben. Ab diesem Moment kann ich dann die App getrost vergessen und den Tag genießen. Bis später. So. Weiter geht's. Es ist fürchterlich heiß hier im Hotelzimmer. Wir haben gefühlte 40 Grad. Wir hatten heute den ganzen Tag über 40 Grad tatsächlich. Es war fürchterlich heiß. Deswegen sehe ich ein bisschen mitgenommen aus. Aber böse Zungen behaupten, das würde ich auch sonst. Abends im Hotel oder daheim werden die Fotos dann wie gewohnt in Lightroom importiert oder auf der Festplatte gespeichert. Zu diesem Zeitpunkt, da verfügen Sie noch nicht über die GPS-Daten, denn die werden erst jetzt in einem einfachen Schritt hinzugefügt. Ich starte das Desktop-Programm und aktualisiere unter dem Dropdown-Menü Trip Source die Liste der Strecken. Die aktuelle Strecke, die taucht dann hier natürlich auch auf und wird als Datenquelle dann von mir auch gewählt. Darunter sage ich der Software nun, wo die dazugehörigen Fotos gespeichert sind. Hier kann theoretisch auch eine eingelegte Speicherkarte ausgewählt werden. Zum Abschluss klicke ich dann nur noch auf Start Geotagging und das Programm, das schreibt nun in die EXIF-Daten einer jeden Aufnahme die GPS-Koordinaten, die von der Uhrzeit her eben am ehesten zu jedem einzelnen Foto passen. Je nach Anzahl Fotos dauert das eine Weile, aber es funktioniert sehr zuverlässig und ohne weitere Handgriffe. Nach dem Import oder erneuten Start von Lightroom werden die Fotos dann im Kartenmodul auch an richtiger Stelle angezeigt. Tolle Sache. Die App, die ist für die ersten drei Strecken kostenlos. Danach werden einmalig 12 Franken fällig, also kein lästiges Abo-Modell. Übrigens, wer einen GPS-Tracker besitzt, der Dateien im GPX-Format ausgeben kann, der kann diese auch direkt in die kostenlose Desktop-App laden und braucht eben die Smartphone-App gar nicht. Auf der Hersteller-Webseite lassen sich aufgezeichnete Strecken dann auch bildlich auf einer großen Karte darstellen. Einen Bonustipp, den habe ich noch für euch. Wenn ihr das nächste Mal Fotolocations für euer nächstes Shooting sucht oder plötzlich eine geniale Fotolocation seht, dann macht davon ein Foto mit dem Smartphone. Denn alle neueren Smartphones, die speichern die GPS-Daten mit Fotos ab, wenn man das nicht deaktiviert hat. Legt euch dann ein Album Fotolocations zum Beispiel auf dem Smartphone an und mit der Zeit habt ihr dann einen richtig coolen kleinen Katalog an Locations, die sich auf diese Weise eben dann auch sehr leicht wiederfinden lassen. Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Daumen runter, wenn ihr in den vergangenen 6 Monaten mindestens einmal in die Hose gemacht habt und den Kanal abonnieren, denn ich freue mich wirklich über jeden neuen Abonnenten. Ich gehe jetzt duschen und danach gehen wir lecker essen. Bis zum nächsten Mal. Man sieht sich.